Aber ich habe eine Überraschung für dich. Willst du dafür nein, wenn ich mit rauskommen? Nein, ich möchte keine Überraschung. Was ist das? Donuts oder was anderes? Ich möchte diese Überraschung nicht. Bist du sicher? Ja! Stopp! Was? Stopp! Du bleibst hier. Guck mal. Bitte was? Hey Leute. Was geht? Baby Khan hier. Mit Mama Danja. Hello, hello. Ja, schön, dass du so gut drauf bist, nachdem ich mein Haus verloren habe oder es verschenken musste. Ach Baby Khan, sei nicht so traurig. Ja, was soll ich denn sonst machen? Na, traurig sein bringt dir dein Haus doch auch nicht wieder zurück. Ja, vielleicht schon. Vielleicht hast du dann mal ein bisschen Mitleid mit mir und machst mal was. Ich habe extrem viel Mitleid mit dir. Glaub nicht. Weißt du was, Mama Danja? Doch. Ich habe auch beschlossen, dass ich nicht mehr zur Schule gehe, gar nichts mehr mache. Ich bleib 24 Stunden immer in diesem Haus. Immer. Ich habe alles, was ich brauche hier. Ich habe Essen, ich habe einen Pool, ich habe eine Disco oben. Ich habe alles. Also komme ich hier auch nicht mehr raus. Ich brauche mein Haus auch nicht mehr. Hey Leute, vielleicht kennt ihr das Roblox-Star-Programm. Da sind wir auch Teil von. Ihr könnt einfach, wenn ihr sowieso schon Robux kauft, nachdem ihr das Einverständnis eurer Eltern bekommen habt, hier klicken, den Code Spiel mit eingeben, den hinzufügen und dann unterstützt ihr uns. Also Baby Khan, ich habe das Haus ja extra so eingerichtet, ja, damit hier auch keiner mehr raus muss, ne? Weißt du ja. Allerdings würde ich es sehr begrüßen, wenn du doch noch mal rausgehen würdest. Nein, das mache ich nicht. Guck, jetzt kommen auch schon andere Leute hier rein. Nein. Ja, Mama Danja, ich gehe nicht mehr raus. Wieso? Da ist doch nichts mehr draußen für mich. Ich musste mein Haus wieder verkaufen, schon zum zweiten Mal oder verschenken. Ich hatte ein tolles Haus, dann hatte ich das zweite tolle Haus. So, und jetzt, was mache ich jetzt? Jetzt habe ich wieder mein Tiny House. Und da gehe ich ganz bestimmt nicht rein. Deswegen lass es einfach. Lass es einfach. Baby Nein, Khan. Ich bleibe jetzt hier. Für immer. Wo, in deinem Zimmer oder Nein, was? Nein, hier in diesem Haus. Guck, du hast auch hier diesen Whirlpool hierhin gemacht. Was brauche ich sonst? Ich hole mir eine Pizza. Ich brauche nichts mehr. Also es stimmt natürlich, dass du nicht wirklich raus müsstest aus dem Haus. Ja, ich... Aber ich habe eine Überraschung für dich. Willst du dafür Nein. wenn ich nicht mit rauskommen? Nein, ich möchte keine Überraschung. Was ist das? Donuts oder was anderes? Ich möchte diese Überraschung nicht. Bist du sicher? Ja! Lass mich einfach in Ruhe, Mama Danja. Lass mich einfach in Ruhe. Du hast sowieso schon so viel kaputt gemacht. Mach nicht noch mehr kaputt. Nein, will ich auch überhaupt nicht, aber ich will was gut machen. Und deshalb habe ich was für dich vorbereitet. Mama Danja, ich möchte in Ruhe einfach nur meine Pizza essen, okay? Ganz in Ruhe. Okay, dann gehe ich jetzt erstmal einkaufen, ja? Mach das. Und kannst du ein paar Sachen für mich mit einkaufen, weil... Ich gehe ja nicht mehr raus und das heißt, ich gehe Schick auch nicht mir eine Liste aufs Handy. Mama Danja, nein, ich gehe nicht mehr einkaufen, dementsprechend... Ja, ja. Ich muss mich dran gewöhnen. Du kannst alleine einkaufen gehen, wenn du irgendwas Spezielles brauchst. Ansonsten findest du alles im Haus. Dann sag, wenn du da bist, dann mache ich Harry Potter. Okay. Eigentlich müsste auch Rocky neue Tricks lernen, aber ich will nicht raus. Wenn ich die ganzen anderen Häuser sehe, ne, dann werde ich wieder neidisch und nein, möchte ich nicht. Ich warte jetzt, bis Mama Danja drüben ist bei Justin. Und dann mache ich Harry Potter Style. So, und wir springen jetzt einmal noch im Pool, weil wir brauchen auch ein bisschen Entspannung. Oh, ist das schön. So. Hey, Justin. Alles das schon. Mama Danja, bist du jetzt da? Ja, ich bin jetzt bei Justin. Sag doch Bescheid. Entschuldigung. So, ich kaufe jetzt meine Sachen hier. Hallo. An. Ich brauche ein bisschen Wasser. Was brauchst du denn? Wasser. Ich brauche Wassermelon. Kuchen wäre auch nicht schlecht. Rocky, was möchtest du? So, okay. Schokoladenmilch natürlich. So. Bisschen Kuchen. Den könnten wir später vielleicht noch gebrauchen. Okay. Mama Danja, ich gehe noch kurz in die Schule, weil, also, der Rocky, der braucht ein paar neue Tricks. Ich weiß, ich wollte nicht raus, aber der Rocky ist jetzt Teen und der muss jetzt einen neuen Trick lernen. Ah, okay. Und dann, wenn du zu Hause bist, sag Bescheid, dann mache ich wieder Harry Potter, weil ich möchte nicht durch diese Nachbarschaft. Ja, das mache ich auf jeden Fall. Klar doch, gar kein Problem. Weil ich möchte nicht diese Häuser sehen und dann neidisch werden. Dann werde ich eifersüchtig. Ja, kann ich verstehen. Ja. Ich sag dir Bescheid, sobald ich zu Hause bin. Ich bin gerade kurz mit Manni noch zelten. Ja, mach das. Mein Leben wird sich jetzt komplett ändern, Leute. Wirklich komplett. Das stimmt. Es wird sich komplett ändern. Ich habe kein Haus mehr. Ich kann mich nicht mehr zurückziehen. Gar nichts mehr. Du bist so negativ, Baby Khan. So kenne ich dich gar nicht. Ja, aber es geht nicht anders. Mein Leben ist jetzt vorbei.
Ich habe nicht das Geld. Guck, ich habe gar nicht das Geld für ein neues Haus. Ja, das stimmt. Da gebe ich dir allerdings recht. Ich glaube, ich muss mir auch einen Job suchen. Denn ich meine, wenn ich machen. Jetzt nicht mehr zur Schule gehen kann. Du gehst noch zur Schule. Ja, aber ich kann ja jetzt nicht mehr, weil dann muss ich immer durch die Nachbarschaft und das will ich nicht. Okay. Hallo, Mr. Fizzy. Weil es dir dann peinlich ist, ja, also, und weil du dann die ganzen... Ja, also genau. Also sie haben schon mitbekommen, ich habe ja mein Haus verschenkt und ich möchte einfach nicht mehr das erleben, was ich erlebt habe. Deswegen sage ich auf Wiedersehen, leben Sie wohl, machen Sie es gut. Jetzt beginnt ein neuer Abschnitt in meinem Leben. Mama Danja, bist du jetzt mal zu Hause? Gleich, gleich. Mama Danja, los jetzt. Ich möchte jetzt nach Hause und ich möchte Harry Potter machen. Baby Karl? Was? Ich bin zu Hause. Du kannst jetzt Harry Potter machen. Okay, alles klar. Echt, es beginnt was Neues. So, ich gehe nach Hause. Stopp! Was? Stopp! Du bleibst hier. Wieso? Guck mal. Guck mal. Mhm. Bitte was? Bitte was? Bitte was? Bitte was? Bitte was? Stopp, ist das ein Prank? Nein, ich habe dir ein Haus gekauft, weil ich ein so schlechtes Gewissen hatte, weil du mir dein Haus verkauft hast. Und ich habe auch schon ein bisschen angefangen, es einzurichten. Aber noch nicht so viel, sondern nur ein paar Bereiche davon. So wie ich gedacht habe, wie es dir gefallen würde. Nicht wie es mir gefallen würde. Das ja! Mein Haus ist größer als dein Haus! Na los, dein Haus ist dein Haus! Ja! Na los, jetzt rein! Ich habe die Luxury Apartments. Oh Mann, die gehören alle mir? Ja, Rocky, komm alles mit. Dein. Also ich habe hier unten im Pool schon mal ein bisschen was vorbereitet. Ich hab wieder einen Pool. Du hast einen Pool im Keller. Ja, du hast einen Pool im Keller. Wow, wie cool ist das denn? Ich habe dir auch wie bei Baby und Me diese Kopfhörer. Lichter. Oh Mann! Du hast Lichter im Keller, oh, also Rocky, im Pool guck mal. Drin. Boah, ist das cool. Und du kannst hier, kannst du dir Pizza machen? Wo? Wo? Hier an der Seite. Hier. Oh! Gefällt's dir? Ja, Mama Danja, danke. Boah, du hast das, bin das ich war jetzt das Beste, was doch ich jemals bekommen habe. Pff, sehr gut, also ich glaube, es wird auch schwierig, das zu toppen. Das ist ja wie so ein richtiger Beachclub. Ja. Ich hab meinen eigenen Beachclub. Yes. Boah, ist das cool. Guck das mal an. Das ist meine Sache hier alles. Das gehört alles mir. Ist alles deins, ja. Kommst du mit? Ja. Weiterschauen? Rocky, wo bist du denn? Das ist unser neues Haus. Das gehört wirklich uns? Das gehört dir. Alles. Oh! Das gehört auch nicht mir. Das gehört wirklich dir. Oh. Hier haben wir schon mal eine Raumtrennung reinbauen lassen. Damit, so? Naja, damit du hier deinen Gaming-Raum reinmachen kannst. Yes! Mama Danja, das ist richtig cool. Ich weiß. Und eine kleine Küche hast du auch schon, weil ich ja weiß, dass du wo? Tendenziell eher faul bist. Sag hier mal. Direkt neben deinem Gaming-Raum, damit es nicht allzu weit oh, ist. Oh, und ich habe Donuts. Yep. Hier hast du einen für dich. Aber und sonst habe ich noch nichts groß eingerichtet, weil ich dachte, Mama das musst Danja, du selber machen. Das musst machen. Du auch nicht. Ich meine, guck mal, wie viele Zimmer und Apartments es hier gibt. Und alle gehören mir. Mhm. Was haben wir denn hier? Boah, wie groß! Guck mal, Rocky, das könnte dein Zimmer hier werden. Ich kann das ja nach Etagen zum machen. Beispiel. Ich kann ja eine Gaming-Etage machen, ich kann eine Haustier-Etage machen und ich kann eine Wohnetage machen. Das kannst du machen. Das kannst du alles machen, wie du lustig bist. Es gehört alles dir. Brauche ich aber ein bisschen Geld. Komm, wir gehen mal ein bisschen auf den Balkon. Boah, guck mal, wie weit oben wir sind. Und wir sind noch nicht mal ganz oben. Oh, Mama Danja, danke! Aber wie hast Gerne. Du das denn gemacht? Hast du das mit den anderen Leuten in der Dorf gemacht? Naja, du weißt doch, ich bin Bürgermeisterin und dann habe ich ein bisschen meine Kontakte spielen lassen und dann habe ich das alles ein bisschen günstiger bekommen, aber es war immer noch saumäßig teuer. Ist das cool? Ich glaube, das wird die Haustier-Etage, die ist schon mal schön mit Panda und so. Ja, das wird hier deine Etage, Rocky, mit Dr. Pie und Sammy und auch Fox. Guck, hier kannst du auch was essen, wenn du möchtest. Komm, du kannst was essen. Ich gehe schon mal nach oben. Boah! Und ich bin immer noch nicht oben. Ja, es ist ziemlich hoch, das Haus. Fall bitte nicht vom Balkon. Okay, das ist hier ein bisschen... Also das wird auf jeden Fall mein Wohnbereich. Das muss ich aber ein bisschen umändern. Sieht hier aus, ganz, sieht ganz komisch aus.
Baby Kahn, ich lass dich dann mal allein in deinem Haus. Warte! Aber du kannst hier auch immer rein. Ja, das hoffe ich, dass ich hier auch rein darf. Oh, das ist so cool. Ja, ich glaube, ganz oben mache ich meinen Wohnbereich, ja. Leute, ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wie ich die einzelnen Etagen machen soll. Also ich werde auf jeden Fall eine Gaming-Etage, eine Wohnetage, eine Haustier-Etage und vielleicht eine Party-Etage machen. Guck mal, ich bin hier unten. Warte, ich fliege ganz nach oben. Oh! Hast du da auch einen Hubschrauber landen? Nein, das nicht, aber mein Haus ist trotzdem höher als deins. Das stimmt. Und dann kann ich auf dein Haus hier springen. Ach, ich dachte auch, das Dach hier ist flach. Wusste ich nicht. Guck mal, Danja, das ist so cool. Dankeschön. Bitteschön. Bist du mir jetzt nicht mehr böse? Nein, gar nicht mehr. Und jetzt willst du auch wieder raus? Und weißt du was? Mein Leben hat sich wirklich geändert. Also, wirklich, aber zum Positiven, weißt du? Sehr gut. Aber gut, ich habe vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Also, also ich wäre auch im Tiny House klargekommen, weil das ist eigentlich auch schön. Da kann man ja auch was machen. Aber jetzt habe ich wirklich das größte Haus fast in Adopt Me City, oder? Ja, hast du, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das Kino, also aber das Höchste ist es auf jeden Fall. Aber das Kino ist, glaube ich, Warte, ich muss einmal kurz schlafen und wieder aufstehen. Ich muss mich, ich muss mich versichern, dass das kein Traum ist. Nein, es ist kein Traum. Wirklich nicht. Leute, das ist richtig cool. Also ihr müsst auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, was ich in den einzelnen Etagen machen soll. Vielleicht auch was ganz anderes. Also vielleicht was ganz anderes als das, was ich gesagt habe. Aber ich muss jetzt noch einmal kurz zu Mr. Fissi und das nochmal klären, weil ich habe gesagt, auf Wiedersehen und leb wohl, aber ich möchte die Schule eigentlich nicht wechseln. Das möchte ich eigentlich auch nicht. Es gibt hier nämlich keine andere. Okay, warte, ich gehe einmal zu Mr. Fissi, okay? Oh, hier ist, glaube ich, Besuch gerade. Oh, ja, hier sind ganz viele Besucher da. Hallo! So. Hallöchen, ihr Lieben. Ich gehe einmal zur Schule. Also, Leute, ich habe nicht nur mein Haus zurück, sondern eine richtige, also ich habe die Luxury Apartments, habe ich. Und Mr. Fissi, hallo. Also, Sie wissen schon, dass das alles Spaß war, oder? Ja, okay, super. Ja, das war alles nur ein Spaß. Ich habe die Luxury Apartments jetzt hier. Nein, Sie können nicht einziehen. Nein! Sie wollen Miete zahlen. Vielleicht dann. Ich weiß nicht. Aber das Haus... Was? Mr. Fissi zieht sicherlich nicht bei dir ein. Ja, okay, ist ja gut. Leute, also, ich glaube, mit sowas habe ich gar nicht gerechnet. Oder ihr auch nicht? Leute, schreibt es in die Kommentare und das wird jetzt richtig cool in Adopt Me City. Macht's gut. Ciao. Ciao.